Willkommen heute zur ersten Wochenübersicht in 2018 zu den Clicker, Idle und Incremental Games. So, das letzte in der Runde ist natürlich wieder Zombidle. Da ist aktuell jetzt wieder ein neuer Bonus aktiv. Ja, der geht nur noch 9 Stunden. Das heißt, die Devil Deals sind wieder kostenfrei. Danach kommt dann Double White Orbs. Und danach kommt dann Double Skill Duration. Na, das kann ja spannend werden. Im Moment ist es so, dass diese Boni dann ja meistens so irgendwie so 24 Stunden laufen und dann eher so ein Tag Pause ist. Also ihr seht, das ist jetzt 9 Stunden. Okay, das heißt, hier sind sogar 2 Tage Pause dann dazwischen. Das heißt, wenn der dann in 2 Tagen startet und ein Tag dauert und dann, ja, also so in der Reihe wechseln sich die Devil Deals jetzt in Zukunft oder halt die verschiedenen Feature aktuell ab. Ihr seht, aktuell ist auch wieder ein Livestream aktiv und da kann ich jetzt natürlich gleich mal vorbeischauen und mir die Diamanten holen. Also, was ist denn der Code für heute? Weil das ist ja auch wieder das hier, den Enter Code. Also, das ist der Code für heute. Die sind meistens nur wenige Stunden nach dem Stream noch gültig. Genau, also ich muss erst die Mail dann öffnen, um so ein Ding einzulösen. Und ja, dann mal her damit. 10 Diamanten, 20 Diamanten sogar. Sehr schön. Im Moment habe ich mich gerade in meiner Hölle vor kurzem... Mal gucken, habe ich die eigentlich schon abgeschlossen? Ja. Also ich habe nämlich als letztes hier jetzt tatsächlich Level 5 aufgebaut. Als nächstes ist dann Level 6 noch zu erreichen. Und das werde ich dann eben auch machen, weil eben da dann tatsächlich nochmal ein Upgrade auf die Diamanten-Boni, also auf die Devil Deals für die Diamanten noch einen Bonus drauf gibt, dass ich das möglichst frühzeitig aktiviere. Das heißt, das ist jetzt der nächste Tausender, auf den ich dann wieder spare. Wobei ich mir immer noch am Überlegen bin, hier auch die Damage noch weiter hoch zu machen, aber mal gucken, alles nach und nach. Und dann im Arkan-Laboratorium gibt es natürlich auch noch einiges zu tun, beziehungsweise in dem Fall erstmal nur einzusammeln. So, ja, bevor ich da jetzt weitermache, muss ich dann doch nochmal draußen wieder gucken, und zwar, was denn meine aktuellen Aufgaben sind. Also Reach Difficulty wird aus Buying the Black Lich, das heißt, da muss ich eh erstmal neu durch und hier, ja, ich muss wieder Chess Monster manuell killen. Das heißt, ich kann die nicht über diesen Dings da einsammeln. Also erstmal die Kohle eingesammelt. Dann die Devil Deals sind ja heute for free. Dann her damit. Dann nehme ich die natürlich auch dafür gerne in Anspruch. Ansonsten ist mir das nicht lohnend genug, dafür einen Blutstropfen auszugeben. So, hier erstmal die normalen Upgrades und Fight Boss, damit Start weitergeht. Dann die Activate Skills. Die Scroll werde ich jetzt noch nicht aufmachen, weil falls da ein Crafting Boost drin ist, wäre das sehr ärgerlich, wenn der jetzt schon aktiviert wird. Als erstes machen wir jetzt mal die Kisten auf. So, Prio 1 hat der Stone, Prio 2 hat die Dings und das sind jetzt alles ganz normale. Da bekommt der Niedrigste einfach bei so einem Rarity-Ding. So, hier drüben noch. So, das ist schon mal das dritte. So, hier sind dann im Moment die am niedrigsten bekommendes, außer es ist natürlich ein einer von meinen beiden Obersten dabei, beziehungsweise eigentlich nur der Oberste. Also der Tom King hat von den Items am höchsten Priorität. Ansonsten die anderen bekommen das diejenigen, die am niedrigsten sind. So, das ist die Welt. Da sind jetzt die 3 Kisten gewesen. So, dann kann ich jetzt schon mal die nächsten Bereiche abschließen. Während ich da die Kisten aufmache, kann er sich um den Rest kümmern, weil ich habe jetzt noch 3 Minuten Bombardement und kann in der Zeit hier die Kisten aufmachen. Priorität hat der Kelch vor den anderen Items. Und das einzige Item, das vor dem Kelch noch Priorität hat, ist der Stein. Genau, dieser hier. Und ansonsten gilt es jetzt bloß noch hier die 20 Level abzuschließen. Kann ich schon mal ein paar Mannequiten klicken, um hier meine Diamanten zu bekommen. Also von 127 bis 138 sollte Minimum sein. Vielleicht komme ich auch bis 140. Mal sehen, wie viel ich bekomme. Items haben sich bei mir jetzt natürlich eine unglaubliche Menge angesammelt. Aufgrund dieses Devil Deals, beziehungsweise aufgrund dieses Bonus, dass ich alle 3 Items bekommen habe aus den Kisten. So, hier ist es egal. Das wird dann eh bloß zu Müll verarbeitet, um daraus dann die Batterien herzustellen, um dann meine
Slots weiter zu verbessern, in denen ich die Sachen produzieren kann. So, das dauert hier noch ein bisschen, weil hier jetzt noch kein... Wie viele fehlen jetzt eigentlich? Nur noch zwei. Das heißt, mit dem anderen kann ich mit der letzten Welt, die ich dann noch absolvieren muss, kann ich das dann absolvieren, schaffen, dass ich die Mission dann schon mal fertig bekomme. Und er hat ja jetzt auch schon wieder das neue Item angefangen. Das heißt, hier gibt es dann den DPS-Multiplier für Black Orbs. Ich bin mal gespannt, ob das hier inzwischen klappt, weil das hat nämlich nicht geklappt hier. Also für den, da ist anscheinend nämlich noch ein Bug an der Stelle. Oder zumindest gibt es keinen Multiplier, der dort wirklich greift. Weil ich habe jetzt hier Multiply Skull Values bei 2 per Black Orb. So, wenn ich jetzt 2 habe, also im Moment, wenn ich es mit einem Item rechne, 2 hoch 4 sind entsprechend 16. Also 2 mal 2 mal 2 mal 2. 4, 8, 16. So, das heißt aber jetzt, wenn ich jetzt hier eigentlich 2 Items davon habe, müsste sich das doch irgendwie bemerkbar machen. Selbst wenn die nur additiv wären und die dann auf 32 gehen, oder wenn die multiplikativ wären, dann wären es 4 hoch 4. Dann müsste hier ein ganz anderer Wert für die Black Orbs da zustande kommen. Und nicht letztlich der gleiche Wert, den die Black Orbs ja im Moment auch... Mal gucken, wo stehen hier die Black Orbs? From Orbs. Okay, da sind die Black Orbs nicht aufgeteilt. Da tauchen die Black Orbs gar nicht auf. Obwohl das Item da ist, was sagt... Mal gucken... Das, was du jetzt gerade guckst, Multiply DPS bei 2 per Black Orb. Also das hier wäre 32,9. Okay, das sind die Orbs. Und total 283.000%. Mal gucken, geht das mit der Zahl auf? Oder sind die dann miteinander multipliziert? Also hier geht es 8,4T. Okay, 100% sind jeweils ein Faktor 1. Das heißt, ist das ein 16er Faktor? Ich glaube auch nicht. Also keine Ahnung, ich glaube von der Berechnung, das passt noch nicht. Außerdem wäre es eben praktisch, wenn natürlich From Orbs aufgeteilt wäre in Black und normale Orbs. Aber gut, weil für die normalen Orbs gibt es hier natürlich keinen Bonus. Aber ich denke, dass auf jeden Fall die Rechnung noch nicht passt, weil es hat sich nicht geändert, als ich das neue Item eingesackt habe. Und es war vorher schon auf 16. Okay, hier sind wir jetzt durch. Hier fehlt noch der König. Jetzt noch in die andere Welt wechseln und dort die letzten beiden Kisten geöffnet. Gut, hier kann ich dann jetzt schon mal drauf schauen, dass ich hier gerade Zahlen habe, weil ich die natürlich dann so kombinieren kann, weil ich immer 2 von den Dreiern brauche, um ein Rare zusammenzubekommen mit einem Geist dazu. Und ja, dann können wir gleich hier 2er-Pärchen machen und dann kann ich das hier schon mal abgeben. So, und jetzt nehme ich die Sache, ich brauche einige Ectoplasma-Cubes und... Deswegen werde ich nämlich hier jetzt vor allen Dingen die 3 Stunden jeweils mit Ghostcraft verbringen. Damit da natürlich das weitergeht. Und als nächstes dann für den Boost werde ich an der Stelle nur die normalen Items benutzen und nicht die 2-Stunden-Booster. Also nicht die 8 Stunden brauchen und nach dem Booster noch 2 Stunden dann letztlich übrig haben. Wobei, habe ich jetzt eigentlich schon 7 Stunden Boost? Muss ich gerade nochmal nachschauen. To hell. Gibst du mir jetzt schon 7 Stunden oder gibst du mir... ja, genau. Also ich habe jetzt schon 7 Stunden. Ich überspringe nicht nur 6. Was aber immer noch dann 1 Stunde zu wenig ist. Muss ich mir aber fürs nächste Mal merken. Das heißt, ich kann dann von den 3 Stunden bis 2 Stunden verbrauchen. Und kann dann nämlich trotzdem noch die... Also die Kombination hier für die Pokale als auch für diese anderen Getränke, von denen ich aktuell keine habe. Also diese roten Fläschchen, die ja jeweils 8 Stunden brauchen. Und mit 7 Stunden brauche ich dann bloß noch 1 Stunde zusätzlich, um das entsprechend auf einen Schlag abzuschließen. So, aber jetzt wollte ich erstmal hier das Generelle wieder, also das normale Crafting. Erstmal bevorzugt natürlich für den... Tompkin. Und 1 kann ich noch, na, ich kann sogar noch 2 machen. Also die 3er-Kombos reichen dann, um noch weitere dort abzuschließen.
Und dann bekommt er zumindest wieder einen kleinen Bonus, weil im Verhältnis macht das halt alles leider nicht mehr viel aus und zeigt keine große Wirkung. Weswegen so der Anstieg mit jedem Reset kaum spürbar ist. Das ist so etwas, da steht ja auch 7 Stunden. Ja, hätte ich auch da lesen können. Also, dann überspringen das mal. Und dann habe ich zumindest hier genug, um eine ganze Stunde reinzubringen. Aber machen wir auch erstmal wieder den Fast Ghost Craft. Genau, jetzt habe ich zumindest einen weiteren Ektoplasm Cube. Und mal gucken, wie viel ich jetzt noch dazu brauche. Okay, also noch eine ganze Menge von diesen Kugeln, damit ich eben genügend da zusammenbauen kann. Ja, dann werde ich einfach jetzt weiter die Fast Ghost Craft machen und dann in der 40 Minuten sind die ja dann durch. Die 2 Stunden ist jetzt nur, weil der Boost noch aktiv ist. Das sieht dann nur mehr aus, als es wirklich ist. So, hier jetzt natürlich das wieder aktivieren und dann mal gucken, was hier jetzt drin steckt. Okay, eine blaue Chest. Nett. Gut, dann ist das auch abgeschlossen. Dann gilt es jetzt nur noch, hier durchzulaufen, was leider an der Stelle ohne den netten -6 pro Level Bonus leider ziemlich lange dauert. Weil eben Time Warps soll ich auch noch 3 machen und eben die Ektoplasm Cubes fehlen dann auch noch 3. Aber zumindest läuft jetzt schon mal die neue Bounty auf, sodass ich hier jetzt dann Stück für Stück weitermachen kann. Und es dauert halt leider auch 5 Minuten, bis ich hier die nächste Scroll bekomme. In der Zeit kann ich zumindest hier mal schon mal die Ektoplasmen wieder aufsammeln, weil da dürfte es jetzt deutlich abgenommen haben. Mal gucken, wie viel habe ich jetzt aktuell noch? 53. Also fast 10, die jetzt reinpassen. Ich glaube, bis 80 sollte es ja jetzt gehen. Und ja, also meine Diamanten habe ich jetzt bis 39 bekommen, also 139. Das heißt, da bekomme ich diesmal nicht mehr. So, mit jedem Geist, der hier aufsteigt, bekomme ich jetzt aktuell 3 Geister eingefangen. Da müssen jetzt gerade schon 2 aufgestiegen sein, bis es geupdatet wurde. Das heißt, ein Geist noch, genau, die 80 sind voll. Das heißt, das war's dann. Mehr Geister tauchen jetzt nicht auf. Beziehungsweise mehr kann ich halt nicht im Vorfeld einsammeln. Wer sich mit mir noch vergleichen möchte, hier ist der Code, um sich in die Leaderboard einzutragen oder einen von diesen Plätzen zu belegen. So, completed. Also jetzt noch den König. Ein Rare, aber trotzdem nehme ich den Skull Value. So, jetzt heißt es im Endeffekt noch, das hier zu Ende farmen, die letzten Level dort abzuschließen und dann in der letzten Welt, in der letzten Königreich, das für mich noch offen ist, hier wieder weitermachen, aber mehr als bis 2300, 2315 komme ich bisher weiterhin nicht. Also wie gesagt, der Anstieg im Moment ist sehr, sehr langsam und ich habe eigentlich keine Möglichkeit, hier einen größeren Sprung noch weiter hinzulegen. Das ist das, was im Moment so ein bisschen an der Motivation knabbert, das Spiel weiterzuspielen, weil einfach die Fortschritte zu klein werden. Aber letztlich bei Clicker Heroes ist es ja auch nicht anders. Die Fortschritte dort sind auch verhältnismäßig minimal. Und ja, da greift allein so die Spirale, dass hier natürlich noch Achievements ausstehen. Zum einen hier im Spiel, als auch zumindest bei Steam noch, ich glaube, 2, die dort noch offen sind. Nee, sogar nur noch 1, weil das eine Königreich habe ich ja schon besiegt. Das heißt, das letzte Steam-Achievement ist tatsächlich, wenn ich bei, na komm, zeig mir die Weltkarte, also wenn ich bei dem Königreich letztlich den König besiegt habe und wahrscheinlich auch den Magier, dass ich dann das letzte Steam Achievement bekomme. Aber selbst das hält mich ja auch bei Clicker Heroes nicht auf, dort noch weiterzumachen, zumindest auch die im Spiel vorhandenen Achievements zu vervollständigen. Also insofern, es kommt dann nicht mehr ganz so hoch in der Priorität, das ständig laufen zu lassen, aber es immer noch weiter zu verfolgen und weiter zu spielen. Vor allen Dingen, da es hier ja auch eine Offline-Mechanik gibt, die dann dafür sorgt,
dass ich hier nach und nach weiterkomme. Also zum einen, dass die Monster natürlich dabei helfen, dass die drei Königreiche vorbereitet werden und dass mein Königreich, in dem ich selber oder in dem Königreich, in dem Bob aktiv ist, dass das auch weiter im Level absolviert wird, soweit er halt stark genug dafür ist. Ja, deswegen, also soweit für heute, das werde ich hier jetzt nicht mehr, genau, da bekomme ich schon wieder 7 neue Diamanten, aber ich werde das dann jetzt hier nicht weiterspielen, weil es dauert noch eine ganze Weile jetzt dann ohne diesen netten Bonus hier wirklich vorwärts zu kommen. Man könnte natürlich hier auch das ganze Rampage als Diamantenbonus kaufen, aber das ist aus meiner Sicht nicht notwendig, weil die Zeit habe ich ja, um das dann einfach im Hintergrund laufen zu lassen. Also soweit für heute von Zombeidel und damit auch die erste Folge für 2018, was die ganzen Clicker-Idle und Incremental-Games angeht. Mal sehen, welche neuen dieses Jahr dazukommen werden und welche vielleicht dieses Jahr rausfallen werden noch. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss!